Also alles Geiblock-Spieler werden mich hassen jetzt. Dann blitze ich hier mal rüber zu euch und holen wir gehen. Ich bin halt komplett im Meer, auch im Meer. Und hier ist das erste Jahr. Ah! Und dann lüppt der Lachs. Ach so, Doria macht das gerne so. Nein, warum das denn? Kann doch einfach hier durchbuddeln. Macht sich doch nicht die Mühe zu machen, hier so komische Dinger jetzt mal. Ah, da kommt wieder Dreizack. Wo denn? Übrigens, ich habe gemerkt, wenn ich die Fackeln wegnehme, dann leckt es nicht mehr so krass. Das liegt ja so ein bisschen an der Fackel. Da hinten! Wahrscheinlich liegt das daran an der Aufnahme. Ach, der hat auch eine Nautilus-Schale in der Hand, guck mal. Der hat einen Dreizack und eine Nautilus-Schale. Gut bestückt, der junge Mann. Ah, aua! Und er droppt nur die Nautilus-Schale bei der. Ja, Dorian ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass er jetzt weg ist. Ja, aber ich mache mal einen Screenshot von seinem Tunnel. Da kommt schon wieder mit Dreizack. Ich kann es nicht lassen, ne? Ich muss es einfach tun. Ja, vielleicht hast du ja irgendwann mal Glück. Naja, eben, deswegen. Irgendwann mal. Noch eine Aufnahme wäre halt noch besser. Aber nö, das Glück denkt sich so. Haha, lol, fick dich. Du kriegst kein Dreizack, du Spast. Tja, belastend für mich. Da ist Dorians Linie. Das muss man halt echt gucken. Er ist eben nicht so gut. Ich weiß nicht, warum Dorian hier solche 1000 Wellen machen will. Der will sich das Leben echt unnötig schwer machen, ne? Tja. Der Schwede. Der kann doch hier einfach nur schnurstracks eine Linie durchziehen. Das ist halt manchmal, der Tunnel hat so ein paar Meterchen im Stein drin. Hallo. Macht aber nichts. Hallo. Kann man hier jetzt weiterziehen? Oder? Könnte man ja. Beziehungsweise die ist schon miteinander connected bis da hinten hin. So, wie hat er das denn gemacht? Er hat hier einfach so. Das ist ja ein relativ einfaches Design eigentlich, ne? Machen wir ein kleines Screenshot hiervon. Wenn das Sled nicht gerade stört. So. Ja. Aha. Das ist. Also es ist einfach drei hoch. Dann ist das Ganze hier 5 breit. 5 breit, 3 hoch. Und in den Ecken ist einfach Wasser. Okay. Ja, das ist doch relativ easy. Kann man machen. Das heißt, wir brauchen vor allem auch jetzt eine Menge Stein. Nicht nur Glas, sondern auch Stein. Sehr gut. Ja, Stein. Wir brauchen noch viel mehr Stein. Ja, wo ist er denn? Warte. Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge The Lost Island mit. Nee, warte mal, ich hab die. Nein, das ist cool. Was ist denn los, Dorian? Was war denn Internet? Ja. Gut. Ich rede so vor mich hin, auf einmal blub, weg. Geil. Also ich habe auf jeden Fall unsere Tunnel schon miteinander verbunden. Ja. Das ja, heißt, die sind ready to go sozusagen. Ja, warte mal, ich muss hier mal wieder OBS starten. Ach, du bist doch gar nicht drin in der Aufnahme, ja? Oh. Oh, das ist ja, also, hör mal. Na, schmitten wir erstmal Minecraft wieder ab. Das läuft bei dir, Alter. Läuft bei mir alles. Technisch super. Auf jeden Fall, ja. Oh, ne. Klingel! Schon wieder. So, again. Ja, also du bist dann der sich um das Glas kümmert, ich kümmere mich dann einfach um den Stein, ja? Okay. Also die Steinziegelblöcke da. Übrigens, ich weiß nicht, warum du so viele. Da ist so ein kleiner Hügel. Ich weiß nicht, warum du da so viel auf und ab gehen willst. Geh doch einfach durch. Das ist der Tunnel, hat 2-3 Blöcke in der Erde drin. Ist ja nicht so schlimm, aber es ist halt nicht so ätzend beim Bauen halt. Mach halt einfach einen geraden Tunnel und fertig. Ich mach das halt auch. Ganz echt ehrlich, es ist halt echt. Es ist viel zu viel Aufwand. Kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist schon aufwendig genug, die ganzen Sachen zu fahren. Da brauchen wir uns nicht noch unter dich. Das zu machen, Aufnahmen zu machen, indem wir hier da 10.000 Ebenen machen. So, also du, 5 breit ist das Ding, ne? Ja.
So, da bin ich wieder nach technischen Unterbrechungen. Also manchmal kündigt sich so an, aber ich hatte die ganze Zeit so einen stabilen Ping, 20, 16, auf einmal BAM! Komplett futsch. Schon wieder ein Rätsack. Junge, chillt doch mal eure Nippel hier. Ich krieg den doch sowieso nicht. Ich habe aber während der Pause einen kleinen Schokomann. Der war sogar ein Schaden, denn der droppt die Scheiße geil nicht. Also soll man hier nicht auf und ab gehen, ja? Sagst du. Nee, einfach schnurstracks durch. Hier trifft man sich also. Da ist sie. Boah, Junge! Es geht mir so auf den Sack. Ich verbaue mich die ganze Zeit, weil diese Viecher mich die ganze Zeit hauen. Ich will die nicht die ganze Zeit töten, weil es dauert so ewig. Und das spawnen sowieso wieder neue. Oh, oben. Junge. Da frisst er sich erstmal genüsslich einen ab. Ja, den Schokomuffin, wie gesagt, also. Was heißt denn hier, wie gesagt? Du hast mir nichts davon erzählt. Hä, Alter? Oh, der Schnittdurin spult jetzt 3 Minuten hier zurück. Danke. Alter. Ja. Du kannst mir auch nicht zuhören, weißt du? Ja, wenn die. Ah, oh, die Viecher hier nicht. Da könnte ich auch besser zuhören, Alter. Ich bin so auf den Sack, ey. Alter Schwede, hier ist einfach 20 Stück oder so. Junge. Ich hab noch diesen Helm auf. Und dann gehen mir die Viecher trotzdem immer auf den Sack. Ich meine, die machen mir nicht Schaden, das ist nicht das Problem. Die schubsen mich halt die ganze Zeit hin und her, wenn ich die ganze Zeit das Glas verbaue. Ich glaube, ich muss echt gleich meine Behutsamkeits-Pickaxe mitnehmen, damit ich die Glasdinger nicht ganz kaputt mache. Oh mein Gott, ihr wollt mich doch echt, Alter. Ich hole mir jetzt die Pickaxe. Wie machst du es eigentlich mit dem Licht bei dir? Darüber macht man sich Gedanken, wenn der Tunnel steht, oder? Wie, du hast doch schon bei dir Licht. Nein. Naja, ich hab ne. Also. Boah, Junge! Ist doch mal. Fertig! Was ist denn los? Wie lange ist ja eine Muffin rum? Alter. Ja, also, nur. Es ist ja so, dass ich Laternen gebaut habe. Geil, da kann Sebi die ja machen. Aber ich glaube, ich brauche mein ganzes Eisen, wenn ich die Laternen machen will. Wir haben ja noch Eisen, ne? Das ist ja. Ja, aber dann ist das ganze Eisen weg, ne? Aber dann haben wir wieder einen Grund hier zu spielen, Eisen zu farmen. Ist ja normal, ne? Du hast oben einfach nur sturkstarks Glas drin, ne? Drei Blöcke hoch. Rundrum, ja. Da fliegen schon wieder drei Säcke. Drei Säcke. Ah! Oh! Geil. Naja. Ey, die hätten doch wirklich, statt den normalen Drowns, hätten sie wirklich so Unterwasserskelette machen können eigentlich. Das ist eine gute Idee, wie du gerade abgefuckt über die ganzen Drowns bist und dann sagst, boah, der noch mehr Monster wären jetzt geil. Nein, nicht noch mehr davon, aber statt halt mit den Dreizack, dass sie da. Statt dass das halt Drowns sind, dass sie da halt Skelette eingebaut hätten. Beschwert sich erstmal, hier sind so viele Viecher, aber wäre cool, wenn es neue Viecher gäbe. Ja, damit gibt es ja nicht mehr, es gibt einfach nur ein anderes Mob. Na gut, die normale Enderschlüssel Custom Sie. Was war das hier? Boah, ist ja gut, jetzt chillt mal eure Nippel hier, ihr kann. Ja, du wolltest es ja wissen, also wirklich jetzt. Guckt euch das an! Was soll ich hiermit anfangen? Alter. Was soll ich hiermit anfangen, ey? So, meine. Ich kann die Dauerklick machen. Dauerklick. Dauerklick reimt sich auch. Okay, Boah, Junge, geh mal weg. Geht aber zum Meckes oder so. Ich habe gehört, es gibt Leute, die momentan sehr gerne zum Meckes gehen. Ficken. Thema Fast Food. Ja, lecker. Wollt ihr gerne Fast Food essen? Oh ja. Yeah. Nein. Oh, ja, nein. Sagt der sich irgendwelche Burger ständig nach Hause liefern lässt.
Burger King, Lieferservice, ja. Yeah. Bist du ein Freund vom Fastfood? Nein. Und bei dir, Silvio, wie sieht's da aus? Boah. Ich habe schon lange keins mehr gegessen. Ich hatte jetzt in der Schulzeit, wo ich noch in der Schule war, vor einem halben Jahr, da war ich jede Woche entweder bei Mc's oder bei Burger King. Geil. Das war halt echt super ungesund, aber hey, ich muss dann mittags was essen gehen. Ich hatte halt keinen Bock, jedes Mal irgendwie Sandwich zu holen, weil das auch irgendwann auf Dauer halt wirklich. Boah, Dreizack! Und, ja. Da habe ich halt wirklich sehr aktiv sehr viel Fastfood gegessen. Aber mittlerweile halt fast gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich auch eine sehr inaktive Fastfood-Phase gehabt, aber jetzt mittlerweile. Die letzten 3 Wochen war ich irgendwie dreimal bei Mc's. Aber nur weil es sich angeboten hat, ne, wenn man einen Führerschein hat und dann das erste Mal im Drive-In, das erste Mal selber gegen die Schallsprechanlage da zu sprechen. Geil. Da schon. Das ist ein Achievement, Alter. Das muss jeder mal gemacht haben. Ja, aber echt mal. Das ist was, was nicht jeder von sich behaupten kann, so ich war bei Mc's im Drive-In. So, hör mal. Ja, das ist wahr. So. Und ich mag eigentlich eher Burger King lieber als McDonald's, es tut mir leid. Ja, warum? Ich weiß nicht, ich mag einfach nicht dieses Essen mehr. Vielleicht auch bei McDonald's einfach nicht so die, Weil es gegrillt wird und nicht frittiert. Auch, ja stimmt. Ja. Mittlerweile, weil damals gab es ja diesen Skandal, dass hier das Franchise von irgendwem aufgekauft wurde, ein paar Filialen, und da war das Fleisch richtig wabbelig. Stimmt. Da musste man wabbelig? Sich ja. Da musste man sich in der Werbung öffentlich dafür entschuldigen. Richtig. Ja, ich das nächste Mal, dass ich bei Burger King war, waren die Dinger richtig gegrillt. Also das war schon ja. Genau so. Genau so. So war das. Ja, aber die Pommes schmecken nicht bei Burger King. Da sind die nicht? Bei... Die sind McDonald's knusprig echt. Halt. Ich mag die, ich mag die bei Burger King lieber die Pommes. Ja, generell auch die Burger mag ich. Ich mag den extra long Chili Chicken. Nicht extra long Chili Cheese, meine ich. Schmeckt so scharfe Sachen, Alter. Naja, irgendwie mag ich den Geschmack. Auch die Soße ist gut. Soße. Soße. Da muss ich anders werden. Ja, und deswegen, aber so der Fastfood-Fan, sag ich jetzt mal, dass ich jetzt unbedingt McDonald's liebe, würde ich jetzt auch nicht sagen. Oder Burger King. So eine Karte, die ich ganz, ganz gut finde, ist Subway. Oh, Subway. Da war ich richtig oft in der Schulzeit. Da war ich sogar noch öfters eigentlich. Ist immer richtig kompliziert, wenn du das erste Mal da bist und dann welches Brot, welche Soße, welche. Ja, das erste Mal, wo ich da war, Alter. Ich dachte auch so, hä? Warum werde ich denn hier nach meiner Meinung gefragt? Richtig. Hallo, was wert ist. Mach mir doch einfach ein scheiß Brot, Alter, und dann ist gut, Junge. Welche Soße? Vor allem, welcher Käse? Die frage ich halt sofort, ne? Das ist halt nicht so. Die haben halt oben immer diese vorgefertigten Dinger. Ich guck mir die so an, weißt du, ich war halt wie gefunden wie bei Mc's oder so, dass die halt angucken und du sagst, okay, ich will den und den. Dann fragt die mich erstmal, ja, welches Brot? Und dann das. Und ich so, hä? Ja. Wo bin ich denn hier? Die nehmen sich ja richtig Zeit für dich, also. Ja! Mal, was soll denn das? Und die sind sogar noch meistens nett. Die sind nicht so gestresst. Es sei denn, da sind wirklich ultra viele Leute, aber selbst dann sind sie eigentlich immer nett gewesen bisher. Ja. Und immer waren sie warm und lecker. Und immer waren sie warm und lecker. Und nett. Der Beste. Ja. Oh, scheiße, Doppel-Dreizack. Ich hab grad einen Double-Cheese-Dreizack hier. Dreizack? Ein Dreizack, Junge. Ein Double-Cheese-Dreizack. Right. Gegrillt. Nicht frittiert. Ist ja gut jetzt. Ich brauche echt Looting bald, ne? Dann bekomme ich vielleicht auch mal so eine scheiß Gabel. Aber mittlerweile komme ich ganz gut klar, den Dingern auszuweichen. Man muss halt wirklich im Zickzack gegen die Fliegen. Oh, da ist ein Dreizack! Jawohl! Der so gut wie kaputt ist, der hat nur noch eine Haltbarkeit von 0. Geil. Schmeiß ihn mal weg, Spaß. Danke, Spiel!
Danke, Spiel. Aber okay, ich brauch nur Reparatur. Aber Alter, wie dreckig ist das denn? Ein Wurf und das Ding ist kaputt. Yes, Alter. Geil, das seltenste Item, das es gibt, erstmal abgestaubt. Da ist ein Hühnchen mitten auf dem Meer. Alles klar. Alter, was ist denn hier los? So, Dorian. Die mache, ne? Ja, ja, hier. Ja, guck doch mal die Abstufung, die ich hier gemacht habe. Ist das nicht wunderschön? Die ist toll. Aber ich muss ja Wände machen. Achso, du traust dich, kann ich das hier zu so machen, ja? Ja. Warte mal. Ich mache hier unten erstmal weiter. Ja. Die Sorgen von morgen verschiebt ihr dahin, wo die keiner sieht. Hier erstmal. Wir brauchen erstmal Silvio Stein, bevor wir da machen können, weil das ja. Silvio Stein. Mhm. Na, ich verbaue den gerade auch. So ist in Ordnung jetzt mit der Treppe, ja. Ich glaube ja, ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Jo. Für ältere Leute auch. Ja, ja, auch. Für Leute, die Bike fahren. Zum Beispiel. 1, 2, 3. Damit ihr den Witz versteht, der Sibi ist gestern E-Bike gefahren. Gesprungen, ja, wollte ich nicht sagen, what the fuck. Geh jetzt aufs E-Bike gesprungen und ist damit gefahren. Ja. So, hab ich mich nochmal gerettet. Bam. Er ist mit dem E-Bike gesprungen. Ja, bestimmt auch. Über die heftigen Berge in Berlin oder Potsdam oder wo man gefahren ist. Oh ja. Erstmal Sibis Wohnort liegen. Wer wohnt nicht in Berlin? Gesehen. Jeder wohnt doch irgendwie in Berlin. Jeder Mensch auf der Welt wohnt in Berlin. Geh doch mal weg jetzt hier, Alter. Guck dir doch mal an, was für schwere Arbeiten ich hier mache. Du hinderst mich hier. Ach, das ist doch kacke hier. Ich weiß selber nicht, muss ich wirklich durch den Berg machen? Muss ich wirklich durch den Boden graben dann? Ja, geh dann einfach da durch, ja. Das ist wie Frankreich, einfach da durch. Da muss man manchmal einfach durch. Alter. Froh, dass die Geräusche gar nicht nervig sind hier. Bei mir ist halt einfach nur das Einzige, was ich höre, ist der. Diese Kackviecher, Alter. Ich krieg echt eine Krise, Alter. Guck dir das an, wie viele hier kommen. Ich fühle mich hier wie in einem Michael Jackson-Film, Junge. Was ist da los? ZZZ, Alter, ich geh jetzt nicht pennen. ZZZ, ich geh.